Wenn mein Mann gestorben ist, war so ein Tag wie heute ein wunderschöner Herbsttag. Er war der Popstar der Politik und starb wie Falco, allein im Auto. Ist uns plötzlich der Atem abhanden gekommen und die Welt ist wirklich stillgestanden. Österreichs umstrittenster und zugleich markantester Politiker. Ein rechtspopulistischer Alleinunterhalter, ein Grenzgänger und Marathonmann. Ein Getriebener, der seiner Zeit weit voraus war. Ein Visionär. Eitel, provokant, hochintelligent. Der Einzige, der Jörg Haider stoppen konnte, war er selbst. Jörg Haider, sein Leben, sein Aufstieg. Nur auf OE24 TV. Bad Geusern am 11. Oktober 1950. Hier, inmitten oberösterreichischer Idylle, wird der Sohn von Dorothea und Robert Haider geboren. Jörg. Noch ahnt niemand, welche Karriere ihm bevorsteht und wie nachhaltig er die Politik in Österreich prägen wird. Seine Eltern folgen lange einem politischen Fehlideal. Beide sind überzeugte Nationalsozialisten. Sein Vater dient im Zweiten Weltkrieg, wird an der West- und Ostfront mehrfach verwundet. Seine Mutter ist Führerin im Bund Deutscher Mädchen. Also die dunkle Zeit war in der Jugend meiner Schwiegereltern. Und sie haben dann sehr rasch erkannt, dass sie einem Fehlideal nachgegangen sind. Und das war auch der Tenor im Hause Haider. Hat sie das manchmal ein bisschen genervt, wenn die Leute ihm das immer wieder unterstellt haben, dass er zu stark an den rechten Rand gerückt ist? War das was, wo sie sich manchmal gedacht haben, bitte? Ja, weil wenn man ihn gekannt hat und sich wirklich mit ihm beschäftigt hat, dann wusste man auch damals schon, dass er ein äußerst liberaler Mensch war. Durch das Verbotsgesetz von 1947 werden die Haiders als minderbelastet eingestuft. Robert Haider arbeitet in einer Schuhfabrik. Später wird er freiheitlicher Parteisekretär für den Bezirk Munden. Von Geburt an wächst Jörg Haider somit mit den Grundwerten der freiheitlichen Politik auf. Doch auch die politische NS-Ideologie, der seine Eltern viel zu lange gefolgt sind, hinterlässt Spuren. Immer wieder fällt und regt Jörg Haider auf, mit brutalen Aussagen am extrem rechten Rand. Der Herr Ariel Mutzikant. Ich verstehe überhaupt nicht, wie, wenn einer Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann. Das verstehe ich überhaupt nicht, aber ich meine, das ist eine andere Sache. Na, das hat es im Dritten Reich nicht gegeben, weil im Dritten Reich haben sie ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal ihre Regierung in Wien zusammenbringt. Das muss man auch einmal sagen. Jörg Haider war sicher ein Provokateur, das steht außer Zweifel. Na, er war durchaus ein Grenzgänger. Jörg Haider war ein Grenzgänger, der selbstverständlich auch in seinen politischen Botschaften fokussiert, sehr emotional Positionen auf den Punkt gebracht haben. Und seine Aussagen wie, wenn jemand Ariel heißt, also der Ariel Mutzikant, dann kann er keine weiße Weste haben. Das war natürlich ein Kalauer, den hat er eben so verwendet. Und dadurch auch Widerstände auch erzeugt hat. Das heißt, Jörg Haider war ja kein Politiker, der dem Politsprech verfallen ist und eine Hegemonie erzeugt hat, sondern Jörg Haider hat polarisiert. Und das steht außer Zweifel. Aber er war manchmal in dem, was er gesagt hat, schneller als das, was er sagen hätte sollen. Denn sein Spruch über die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich hat ihn natürlich politisch das Kreuz gebrochen. Denn diese Aussage, woher er die immer genommen hat, hätte er sicher liebend gern wieder zurückgenommen, aber das ging damals nicht mehr. Das war auch der Spruch, warum er als Landeshauptmann in Kärnten gehen musste, zu Recht. Also Jörg Haider war immer gut für einen flotten Spruch und vor allem, er war sich über die Wirkung dessen bewusst. Manchmal ist er einfach ausgeritten und vor allem da kam das durch, was ihm in manchen Situationen gefehlt haben, und zwar soziale Intelligenz und vor allem politischer Anstand. Den hat er zu oft abgelegt. Dass Jörg Haider polarisiert hat mit Äußerungen, steht außer Zweifel. Und das war auch durchaus die eine oder andere Äußerung, vielleicht nicht sehr geschickt. Ich glaube, das hat er auch selbst erkannt. Er hat sich's nicht immer leicht gemacht. Das war aber auch ein Wesenszug von ihm, auch das zu sagen, nicht nur, was sich viele Menschen in dem Land gedacht haben, sondern auch das zu sagen, was er sich selbst gedacht hat.
Jörg Haider hat es immer geschafft, Menschen auf seine Seite zu ziehen und vor allem jene, die mit ihm einen ganz, ganz langen Weg gegangen sind. Also er hat ein afrikanisches Sprichwort sich immer zu Herzen genommen. Also wenn du einen langen Weg vor dir hast, nimm deine Freunde mit. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Er hat genau gewusst, er hat eine lange Distanz vor sich und deswegen hat er jene um sich geschart, die er gebraucht hat. Junge, erfolgreiche Menschen mit einer bestimmten Gesinnung, aber wie gesagt, er hat diese braune Karte, mit der er immer wieder gespielt hat, genauso wie in Kärnten mit den Slowenen, mit der Volksabstimmung und mit den zweisprachigen Ortstafeln. Immer wenn es für ihn politisch eng geworden ist, wenn er gewusst hat, dass er mit Sachthemen keinen Schritt weiter kommen wird, dann hat er den Radau gesucht und er wusste ganz genau, eine Aussage, die im Ansatz antisemitisch sein könnte, bringt ihn natürlich genau diesen Radau, den er braucht. Die rechte Karte hat er allerdings nur gezielt verwendet. Er hat immer gesagt, das rechte Potenzial brauche ich vorerst. Wenn ich sie dann nicht mehr brauche, die rechten Brüder, dann stoße ich sie ab. Also er war sehr pragmatisch auf der einen Seite. Ich glaube, er war eigentlich, was seine politische Gesinnung anbelangt, ein Nulltyp. Er hatte keine gehabt. Er hat nur eines immer vor Augen gehabt. Das Einzige, was zählt, ist Siegen. Also er hat immer gesagt, man muss nicht der Beste sein, aber der Sieger. Und das hat er in vielen Fällen erreicht. Dass Jörg Haider ein rhetorisches Ausnahmetalent ist, mit scharfem Verstand und teils spitzer Zunge, zeigt sich schon in jungen Jahren. In Innsbruck gewinnt der damals erst 16-Jährige mit dem Beitrag »Sind wir Österreicher-Deutsche?« einen Redewettbewerb. Noch während seiner Schulzeit tritt Haider einer schlagenden Verbindung bei. Zeit seines Lebens wird er den Burschenschaften treu ergeben sein. Dort findet er schließlich auch eine Vielzahl seiner Anhänger und Unterstützer sowie politischer Förderer. Seine rechtswissenschaftlichen Studien an der Universität Wien schließt Haider erfolgreich mit dem Doktorat ab. Als Universitätsassistent arbeitet er am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht unter Günter Winkler, der für Haider nicht nur Mentor, sondern auch lebenslanger Freund wird. Doch Haiders Beruf muss seiner Berufung weichen. 1976 startet er seine politische Karriere in Kärnten. Dort findet auch seine Familie eine neue Heimat. Dann hat sich bei uns Familienzuwachs angekündigt und dann war es irgendwie klar, dass man im Land bleibt und nicht das große Abenteuer Amerika beginnt. Und so hat sich dann die Chance ergeben, dass er nach Kärnten gekommen ist. Ferrari Brunnenfeld hat ihn geholt und so kam diese junge Familie mit dem 3 Monate alten Kind nach Kärnten. Von jetzt an geht sein politischer Weg steil bergauf. 1979 zieht er als damals jüngster Abgeordneter in den österreichischen Nationalrat ein. Als die FPÖ 1983 zum Koalitionspartner wird, strebt er nach dem Amt des Sozialministers. Ein Ressort, das ihm am Herzen liegt. Versteht er sich doch als der Freund des kleinen Mannes. 1979 zieht Jörg Haider als damals jüngster Abgeordneter in den österreichischen Nationalrat ein. Als die FPÖ 1983 zum Koalitionspartner wird, strebt er nach dem Amt des Sozialministers. Ein Ressort, das ihm am Herzen liegt. Versteht er sich doch als Freund des kleinen Mannes. Er hat ja auch sich sehr für die Sozialpolitik interessiert. Er wäre gerne auch einmal Sozialminister geworden. Schlussendlich hat das dann nicht geklappt. Warum gerade dieses Thema, die Arbeit am kleinen Mann, das waren ja auch Themen, die ihn immer wieder begleitet haben. Er wollte den Klein- und Mittelstand heben, hat sich für Steuererleichterungen eingesetzt. Also eigentlich sehr soziale Themen, die er da als FPÖ-Chef immer wieder aufgegriffen hat. War das so ein bisschen sein Herz, was für den kleinen Mann geschlagen hat? Es ist sein Herz gewesen, die soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Und der sogenannte kleine Mann war ihm ein Herzensanliegen. Seine Gegner werfen Haider jedoch teils skrupelloses Vorgehen in der Politik vor. Jörg Haider war kein Politiker, der über Leichen ging, sondern das, was ich Jörg Haider immer vorgeworfen habe, ist, und das war, glaube ich, sein einziger Fehler. Ich möchte ihn jetzt nicht verklären, aber ich weder weiß, wo ich gestanden bin und wo ich stehe. Meine Loyalität hat sich durch die tragischen Ereignisse
des 10. auf den 11. Oktober 2008 nicht beendet. Echte Freunde bleiben unvergessen und so ist auch Jörg Haider für mich unvergessen. Aber Jörg Haider hatte natürlich auch einen Fehler und das war sein unendliches Vertrauen in Menschen und auch seine daraus folgende mangelnde Menschenkenntnis. Er hat jedem Vorschusslorbeeren gegeben, auch Personen, die es vielleicht nicht verdient haben. Und von denen musste er sich auch von Zeit zu Zeit trennen, weil er auch gesehen hat, dass er auch ausgenutzt wurde. Ja, sehr viele Personen in seinem Umfeld haben ja auch von ihm versucht zu profitieren, von seinem Erfolg zu profitieren. Wir dürfen nicht vergessen, Jörg Haider war 34 Jahre der erfolgreichste Politiker. Wenn wir eine Bilanz ziehen, hat er mehrere Millionen Menschen quer durch alle Wahlen an sich gebunden. Die haben ihm das Vertrauen geschenkt. Er war erfolgreich, ihn hat der Nimbus des Erfolgreichen umgeben. Und das hat natürlich auch den einen oder anderen angezogen, der es selbst mit Jörg Haider nicht gut gemeint hat. Und selbst denen hat er Vertrauen geschenkt. Und selbst denen hat er Funktionen gegeben, die sie vielleicht nicht verdient haben. Dass er dort im einen oder anderen Fall dann selbst geläutert war und sich von dem einen oder anderen Weggefährten und Wegbegleiter getrennt hat, war durchaus richtig und in manchen Fällen war es sogar zu spät. Jörg Haider ist ganz sicher nicht über Leichen gegangen. Er war einer, der klare politische Vorstellungen gehabt hat. Auf der einen Seite hat er sich wie Bruno Kreisky gefühlt, auf der anderen Seite war er aber derjenige, der den Radau geliebt hat. Er wollte Wirbel, er wollte Aufmerksamkeit und er wollte sich selbst immer ins rechte Licht rücken. Und da hat er sicher immer den Antrieb gehabt, das Beste für sich, aber auch für das Land zu machen. Und es war halt ein ständiger Grenzgang. Er hat viel versprochen und ganz wenig gehalten. Und am Ende war genau der letzte Punkt, also dieses Nicht-Einhalten von Versprechen, was ihm politisch das Kreuz gebrochen hat. Jörg Haiders stärkste Charaktereigenschaften waren sicher dieses unendliche Vertrauen, das er Menschen geschenkt hat. Er hat Menschen tatsächlich geliebt. Wenn er nicht eine hohe Zuneigung zu seinen Landsleuten gehabt hätte, hätte er nicht die Kraft entwickelt, 15, 20 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Menschen sein Ohr zu schenken. Er hat ein unheimliches Sensorium gehabt, auch für Stimmungen. Er war nicht nur dieser Popstar der Politik, der von einem Wahlkampf zum anderen reist, von einer Großveranstaltung inszeniert zu anderen, sondern er war der, der abseits der Kameras und abseits des schillernden Lebens der Politik wirklich versucht hat, Menschen ihre Sorgen abzunehmen, ihnen zu helfen. Es war ihm keine Sorge zu klein, dass sich nicht er, sowohl als Landeshauptmann als auch als damaliger Clubobmann im Parlament, als Spitze gegen die Regierung, sich nicht darum gekümmert hat. Jörg Haider war ein Selbstzerstörer. Er liebte alles. Er liebte das Tempo. Er liebte ständig neue Outfits. Er wechselte seine Anzüge so oft wie seine eigene Meinung. Er war der erste YouTube-Politiker Österreichs und ganz Europas. Und mir war klar, dass wenn er stürzt, dann stürzt er nur über sich selber, über seine eigenen Fehler und über seine eigene Egomanie. Und so ist es auch gekommen. Seine schlechten, Jörg Haider schlechten Eigenschaften waren im Übrigen mit seinen guten Eigenschaften relativ ident. Jörg Haider schlechte Eigenschaften war die hohe Gutmütigkeit. Die ist ihm auch im einen oder anderen Fall auf den Kopf gefallen, das muss man auch sagen. Haider versteht es, sich als Robin Hood der Politik zu inszenieren. Als Kärntner Landeshauptmann geht er von Tür zu Tür und überreicht den von einer Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen persönlich 1.000 Euro, statt sie schlicht aufs Konto zu überweisen. Er hatte eine hohe soziale Kompetenz und er hatte ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Er hat sich, wie es Amen im Gebet, möchte man sagen, immer auf die Seite des Schwächeren gestellt. Also Jörg Haider war der volksnahe Politiker. Keiner hat früher erkannt als er, dass es wichtig ist, das persönliche Gespräch zu suchen. Ich kann mich erinnern, ich bin mit ihm einmal mitmarschiert, er und Gernot Rumpold. Er hat jeden beim Namen gekannt, den er angesprochen hat. Er hat von jedem die Adresse und die Telefonnummer
eingesammelt und er hat jedem das Gefühl gegeben, dass er ein ganz, ganz großer, wichtiger Mensch ist. Also mehr oder weniger war der Haider der Meister des sogenannten Aerobic Listening. Also man hat immer den Eindruck gehabt, er hört jeden zu, er respektiert jeden und er nimmt die Sorgen und Ängste jener, mit denen er sich unterhalten hat, total ernst. Er hat dem Menschen Wichtigkeit gegeben, dass das ein Spiel von ihm war, haben wenige durchschaut, war aber auch egal. Denn damals war es nicht so wie heute, dass jeder so sein Handy dabei hat und Selfies macht. Also Haider war der erste Selfie-König, wenngleich es damals noch gar keine Selfies gegeben hat. Er war der Handschlagskönig. Zum Sozialminister schafft es Jörg Haider nicht, dafür aber zum Obmann der Kärntner FPÖ. Als solcher kritisiert er den viel zu liberalen Stil des damaligen Vizekanzlers und Parteiobmanns Norbert Steger. Ein Großteil der freiheitlichen Parteimitglieder steht hinter Haider und seiner Meinung. Und so kommt es am 13. September 1986 beim Parteitag in Innsbruck zum Machtwechsel. Unter tosendem Applaus vom rechtsrechten Flügel der Partei übernimmt Jörg Haider den Vorsitz in der FPÖ. Der Eklat ist perfekt, der Regierungspartner tobt und SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky kündigt umgehend die Koalition auf. Doch der ehrgeizige neue Parteichef lässt sich nicht beirren. Angespornt vom Widerstand, der ihm entgegenschlägt, kämpft sich Jörg Haider zum Erfolg. Mit ihm an der Spitze gelingt es der FPÖ, einen fulminanten Wahltriumph nach der anderen einzufahren. So zugleich bei den folgenden Nationalratswahlen, wo die Partei ihr Ergebnis verdoppeln kann. Er hat so eine ganz spezielle Art gehabt, ein Charisma gehabt, dieser Blick aus den stahlblauen Augen raus. Ja, es ist jedem noch in Erinnerung. War das so ein bisschen das Geheimnis von seinem Erfolg, diese Ausstrahlung, so ein bisschen diese Stärke, die er ausgestrahlt hat? Oder wie würden Sie es beschreiben? Ich glaube, sein Geheimnis seines Erfolges war, dass er die politische Tätigkeit als Berufung und als Dienst am Menschen für sich empfunden hat. Mhm. War das auch was Sie persönlich an ihm fasziniert hat, eben diese extreme Willensstärke, dieses Ziel vor Augen zu haben, etwas nachzugehen? Das ist ja schon irgendwo imponierend. Also ich denke mal, wenn Menschen wirklich so eine große Leidenschaft für etwas an den Tag legen, ist das natürlich mitreißend und man freut sich drüber. War das auch was Sie im Privaten fasziniert hat an dem Mann Jörg Haider? War das so ein bisschen so, was Sie schon früher in jungen Jahren halt gesagt haben, das hat er, was andere nicht haben? Also an dem Mann Jörg Haider hat mich seine Liebenswürdigkeit, seine Höflichkeit, sein Sorgen für die Familie fasziniert. Jörg Haider hat es immer geschafft, Menschen auf seine Seite zu ziehen und vor allem jene, die mit ihm einen ganz, ganz langen Weg gegangen sind. Also er hat ein afrikanisches Sprichwort sich immer zu Herzen genommen. Also wenn du einen langen Weg vor dir hast, nimm deine Freunde mit. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Er hat genau gewusst, er hat eine lange Distanz vor sich und deswegen hat er jene um sich geschart, die er gebraucht hat. Junge, erfolgreiche Menschen mit einer bestimmten Gesinnung, aber wie gesagt, er hat diese braune Karte, mit der er immer wieder gespielt hat, genauso wie in Kärnten mit den Slowenen, mit der Volksabstimmung und mit den zweisprachigen Ortstafeln. Immer wenn es für ihn politisch eng geworden ist, wenn er gewusst hat, dass er mit Sachthemen keinen Schritt weiter kommen wird, dann hat er den Radau gesucht und er wusste ganz genau, eine Aussage, die im Ansatz antisemitisch sein könnte, bringt ihn natürlich genau diesen Radau, den er braucht. Die rechte Karte hat er allerdings nur gezielt verwendet. Er hat immer gesagt, das rechte Potenzial brauche ich vorerst. Wenn ich sie dann nicht mehr brauche, die rechten Brüder, dann stoße ich sie ab. Also er war sehr pragmatisch auf der einen Seite. Ich glaube, er war eigentlich, was seine politische Gesinnung anbelangt, ein Nulltyp. Er hatte keine gehabt. Er hat nur eines immer vor Augen gehabt. Das Einzige, was zählt, ist Siegen. Also er hat immer gesagt, man muss nicht der Beste sein, aber der Sieger.